muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Ihr habt die Entscheidung getroffen, nicht ich. Und du weißt, es gibt gute Gründe, warum du aufs Internat gehst. Hat dich irgendjemand gesehen? Ja, aber ich glaube nicht, dass die schon mal erlebt haben, dass jemand gleich wieder am ersten Tag verschwindet. Diesen Dracula gibt es wirklich hier in der Gegend. Über Vampire in Brandenburg findet man meiner Meinung nach in der einschlägigen Literatur nichts. Wir haben ein Video. Ein Video? Verdammt, wir brauchen diese Kassette, sonst bin ich blamiert. Bist du verrückt geworden? Diese Bilder sind doch mitnichten aus einem Schloss in Brandenburg. Sondern aus einer selbst mir nicht unbekannten Fernsehserie. Aber was ist, wenn jemand Millie da entdeckt? In der ersten Woche nach den Ferien gibt es ganz andere Probleme. Ich glaube nicht, dass sich da jemand in den Schulgarten verirren wird. Bei uns im Dorf gibt es den Verdacht auf Maul- und Clownseuche. Und wenn der sich bestätigt, werden als Vorsichtsmaßnahme alle Clowntiere im Umkreis von 3 Kilometern gekeult. Ja, wer bist du denn? Das Kälbchen muss weg, und zwar sofort. Nicht zu sehen. Die pennen alle noch, die Viecher. Faule Saubande. Naja, wenigstens die Vögel sind schon munter. Verdammte Spatzen, davon gibt es sowieso zu viele. Die picken die ganzen Gemüsesamen weg. Ach, euch werden wir mal die Schnäbel zustopfen. Was ist das denn da? Was machen die denn da zum Teufel? Das haut doch den stärksten Mann vom Hochsitz. Die klauen Heu. Ah, ich sag ja, die Einsteinler. Die Einsteinler. Die sind zu allem fähig. Na, wartet. So billig kommt ihr mir nicht davon. Boah, ganz schön schwer das Ding. Los weiter, Millie hat Hunger. Wie lange kommt sie mit so einem Ballen aus? Naja, eigentlich nur 3 Tage. Aber wir brauchen das Heu auch für ihr Lager. Was? Soll das jetzt heißen, wir müssen es jetzt jeden Tag machen? Keine Panik. Vielleicht stellt sich ja schon morgen heraus, dass an dem MKS-Verdacht gar nichts dran ist. Ja, das wollen wir hoffen. Ich krieg dich schon. Na, die Einsteiner. Dann könnte man schon übermorgen wieder nach Hause in ihren Stall. Und was ist, wenn der Verdacht sich doch bestätigt? Oh Mann, daran will ich lieber nicht denken. Das wäre echt eine Katastrophe. Sowas darf einfach nicht passieren. Ah, jetzt kriege ich euch. Einfach davonlaufen ist überhaupt keine Lösung, Manuela. Probleme sind dazu da, dass sie gelöst werden. Aber vorher muss man über sie sprechen. Herr Dr. Stolberg hat recht. Du kannst nicht einfach abhauen, wenn dir irgendwas nicht passt. Ich habe keine Lust mehr. Wozu hast du keine Lust mehr? Dass immer alle über mich bestimmen wollen. Immerzu muss ich das tun, was andere sagen. Ich verstehe, und wenn du selbst entscheiden könntest, was würdest du dann tun? Mann, da fragen sie noch nichts wie weg hier. Ohne dich wenigstens mal umgesehen zu haben? Warum sollte ich? Dieser Kasten ist ein besseres Bestattungsinstitut. Das ist ja ein netter Vergleich. Du solltest dem besseren Bestattungsinstitut vielleicht wenigstens die Chance geben, dich anständig zu beerdigen. Und deshalb schlage ich vor, wir gehen jetzt zu den anderen. Der Unterricht hat nämlich schon begonnen. No way. Ich gehe nicht mit. Warum nicht? Ich weiß genau, was dann passiert. Zerreißt sich auch alles Maul über mich, weil ich abgehauen bin. Ich verspreche dir, dass von mir keiner ein Wort erfährt über deinen Ausflug. Ehrlich? Jetzt komm. Nicht zu sehen. Aber umsonst haben die doch hier kein Heu reingeschleppt. Nicht mal abgeschlossen. Was für ein Leichtsinn. Kann ja jeder rein. Hey! Was machst du denn hier? Oh, also für dich haben sie das Heu geholt. Na, wir wollen mal gucken, wo du herkommst. 64422, 64422, 64422. Na ja, das hilft uns auch nicht weiter. Du, ich wette,
dass die dich hier entführt haben. Aber warum? Für einen anständigen Braten bist du ja noch ein bisschen dünn. Und mit Milch ist auch noch nichts. Na, du, komm mal her. Komm mal her, ja. Hey, hey du, ich bin kitzelig, du. Mein Gott, Werner. Die Maul- und Klauenseuche. Mensch, das ausgerechnet. Oh, das ist schnell ab. Oh, meine Schuhe, die sind ja auch verseucht. Das muss ich schnell sauber machen. Nur, dass das ausgerechnet mir passiert. Hör! Meine Socken. Oh. Na, Ruhe bitte, setz dich auf eure Plätze. Das Haus ist vorbei. Ich möchte euch eure neue Mitschülerin vorstellen, Manuela. Ah, eine Sondervorstellung. Es wäre nett, wenn ihr Manuela den Einstieg ein bisschen erleichtert. So, Manuela, das ist also ab heute deine neue Klasse. Ich denke, du wirst dich bei uns schnell zu Hause fühlen. Tata. Ja, erspar uns bitte deine blöden Witze, okay? Am besten setze ich auf den freien Platz nebenan, Claire. Wieso bist du denn wieder zurückgekommen? Schiss gekriegt, oder was? Dann, Claire, was gibt's? Wieso darf die sich aussuchen, wo sie sitzt? Das ist doch nicht dein Problem, oder? Dann darf sich also ab jetzt jeder hinsetzen, wo er will? Natürlich nicht. Ah, das gilt also nur für ganz besondere Kinder. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. In dieser Klasse wird jeder gleich behandelt. Ach ja. Wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, und ich meine uns alle, dann wird Manuela keinen Grund haben, einen erneuten Fluchtversuch zu unternehmen. Toll, nicht? Mhm. Und sieht in der Tat sehr interessant aus. Und kommt noch viel besser. Lass mich raten. Gleich wird Graf Dracula aus der Wand springen, oder? Wo war denn unser Video nun? Dem halbvertrottelten Bruder Kevin ist eingefallen, dass Doro es sich ausgeliehen hatte. Glauben Sie nun, dass wir in Draculas Schloss waren? Ja, sieht tatsächlich so aus. Dazu mussten wir nicht mal nach Transylvanien radeln. Sondern, wie man sieht, nur nach Schenkendorf. Aber trotzdem ist das für mich kein Beweis, dass ein Nachfahre von Dracula bei uns hier in Brandenburg lebt. Tut er aber. Und wir wissen sogar, wie er heißt. Ottomar? Rudolf. Vlad? Dracula? Prinz Kretschulescu. Alle Achtung, ihr habt aber eine blühende Fantasie. Wir können ja eine Klassenfahrt dorthin machen. Dann können Sie den Prinzen höchstpersönlich kennenlernen. Josephine, Augenblick. Ja? Sag mal, habt ihr das Kälbchen inzwischen aus dem Schulgarten weggebracht? Hm. Hm? Heißt das ja? Ja. Silvia ist schon total geschafft. Das kann man vorstellen. Die ständige Angst um Millie. Wissen Sie eigentlich, wie schlimm das für sie ist? Ja, sicher weiß ich das. Ich finde diese Massenschlachtungen auch absolut grauenvoll. Ja, da muss man was gegen tun. Was willst du tun? Solange die Experten behaupten, es gibt keinen anderen Weg? Gibt es doch. Man könnte alle Tiere gegen Maul- und Klauenseuche impfen lassen. Beim Impfen werden den Tieren abgeschwächte Erreger der Seuche gespritzt. Und das bedeutet, die Bauern können lange nicht schlachten. Kostet viel Geld und. Na und? Besser als sämtliche Tiere auf Verdacht zu töten. Mensch, ich würde euch wirklich gerne mit dem Käfchen helfen, aber mir sind rechtlich die Hände gebunden. Warum denn? Schau mal. Was Silvia außerhalb des Unterrichts tut, das ist quasi Privatsache. Und ich wünsche wirklich, dass es da eine gute Lösung gibt. Aber wenn Schloss Einstein damit reingezogen wird, dann können wir massiven Ärger kriegen. Willst du das etwa? Nein, aber ich will auch nicht, dass Millie stirbt. Hi, schmeckt's? Was willst du? Na, ich wollte sehen, was du so machst. Du sollst mich bewachen, stimmt's? Wie kommst du nur darauf? Ich bin dein Pate. Dein Patengetue kannst du dir von mir aus ins Haar schmieren. Also, interessieren würde es mich ja schon, wie du es gestern gemacht hast. Was? Na, wie du gestern so schnell abgehauen bist. Bist du mit dem Bus oder per Anhalter gefahren? Das geht dich gar nichts an, du Schnüffler. Okay, okay. Na, jedenfalls, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann musst du dich halt melden. Da gäbe es was. Was denn? Könntest du dafür sorgen, dass es mittags keinen Spinat mehr gibt? Warte mal, also ich könnte dich ja heute zu Giovanni einladen und dir die Eisdiele zeigen.
Und nicht. Eine riesige Sauerei ist das. Entschuldigen Sie, ich rufe zurück, ja? Ich verlange, dass Sie auf der Stelle etwas unternehmen. Guten Tag, Herr Werner. Was ist es denn diesmal? Hat Ihnen wieder jemand die Hauswände besprüht? Ah, das fehlt mir gerade noch. Oder glauben Sie wieder einmal, einen meiner Schüler bei einer Fahrerflucht beobachtet zu haben? Diesmal haben es Ihre Zöglinge wirklich zu weit getrieben, Herr Dr. Stolberg. Sie haben das ganze Dorf verseucht. Denken Sie nur, das ganze Dorf verseucht. Jawohl. Ihre Kinder haben bei uns die Maul- und Klauenseuche eingeführt. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Natürlich ist das mein Ernst. Ich spreche von einem Kalb in der alten Lagerhalle. Von einem Kalb? Ein Skandal ist das, dass über dieses Viech hier sich die Maul- und Klauenseuche verbreitet. Ich habe keine Lust, mich morgen mit verdrehten Augen auf den Boden rumzuwälzen. Mit solchen Symptomen litten Sie am Rinderwahnsinn, Herr Werner, nicht an der Maul- und Klauenseuche. Das ist mir doch egal. Jedenfalls ist es gewiss, dass mindestens zwei Ihrer Schüler in die Sache verwickelt sind. Ach, und wie kommen Sie darauf? Ich habe gesehen, wie sie auf der Wiese von Bauer Nossack Heu geklaut und in die Lagerhalle gebracht haben, da, wo sich die Kinder immer treffen. Ah ja, so, so weit, so schlecht. Ich werde der Sache nachgehen und jetzt entschuldigen Sie mich, ja? Ich warne Sie, Herr Doktor. Wenn das Kalb heute Abend nicht verschwunden ist, verständige ich den Kreistierarzt. Daran werde ich Sie sowieso nicht hindern können. Und wissen Sie, was dann passiert? Das wird das ganze Internat hier unter Quarantäne gestellt. Da kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Guten Tag. Wahnsinn. Eigentlich sind die Neuen ganz in Ordnung. Bis auf eine. Die glaubt nämlich, sie kann hier eine Sondernummer abziehen. Jetzt lass sie doch. Wieso? Die will doch Promotion. Wie meinst du das? Na, erst kommt sie mit Blaulicht und zerzütter Seiche an. Kaum ist sie da, haut sie schon wieder ab. Die macht doch voll auf Zicke. Vielleicht hat sie Probleme. Ach Quatsch, die will doch nur auf sich aufmerksam machen, im Mittelpunkt stehen. Ich weiß nicht. Außerdem ist diese Art von Aufmerksamkeit ja nicht gerade positiv. Ist der doch egal. Hauptsache auffallen. Sie bildet sich doch ein, sie wäre hier der Star. Glaube ich nicht. Du, ich kenne solche Tussen. Die machen einen noch schwierig, sind aber in Wirklichkeit eine Publicity geil. Sag mal, sprichst du aus eigener Erfahrung? Sag bloß, du fällst auf diese blöde Zicke rein. Da kann wohl jemand die Wahrheit nicht vertragen. So, jetzt hast du einen echten Grund, dich zu beschweren. Herein, nehmen Sie Platz, Frau Geilwitz. Oh, Herr Wolfert, Entschuldigung, ich hatte Frau Geilwitz erwartet. Darf ich trotzdem eintreten? Ich hätte da nämlich mal eine Frage. Ja, natürlich, bitte doch. Sagen Sie, ich würde ganz gerne hier ganz in der Nähe des Schloss Schenkendorf besuchen, nur eine Autostunde weit entfernt. Aber lieber, warum fragen Sie da um Erlaubnis? Nun ja, weil es sich gewissermaßen um so eine Art von Dienstreise handelt. Also, eine Dienstreise. Was ist denn an diesem Schloss so bemerkenswert? Da soll ein gewisser Ottomar Rudolf Vlad Dracula Prinz Kretschuleschko wohnen. Ah ja. Können Sie den Namen noch mal wiederholen? Ottomar Rudolf Vlad Dracula Prinz Kretschuleschko. Herr Stolberg, Sie wollten mich sprechen. Endlich, Frau Geilwitz. Es gibt Neuigkeiten, leider keine erfreulichen. Was ist denn passiert? Herr Werner war hier. Er hat ein Kalb in der alten Lagerhalle entdeckt und offenbar die Mädchen dabei beobachtet. Oh, wir müssen uns um diese Angelegenheit unbedingt kümmern, bevor dieser Werner diesen Kreistierarzt benachrichtigt. Herr Kollege. Fahren Sie. Lieber fahren Sie. Für alle Fälle nehmen Sie eine Knoblauchknolle mit. Man kann nie wissen. Wieso meldet sich denn keiner? Vielleicht ist er ja gerade ausgeflogen. Leute beißen. Quatsch, doch nicht am helllichten Tag. Hallo? Ja, hallo? Spreche ich da mit Ottomar Rodolfo? Vlad Dracula Prinz Kretschulesko? Ja, mit wem spreche ich denn? Hier ist Max Richter vom Gymnasium, Schloss Einstein. Angenehm. Was kann ich für dich tun? Ja, also, wir wollten mal fragen, ob Sie uns nicht mal besuchen könnten. Und weshalb sollte ich das tun? Lass mich mal. Hallo, Herr Kretschulesko.
Wir bitten Sie, uns zu besuchen, weil jemand nicht an Sie glaubt. Wie darf ich das verstehen? Naja, hier auf Schloss Einstein lebt ein berühmter Vampirforscher. Und der will einfach nicht glauben, dass es in Brandenburg einen echten Dracula gibt. Und ich soll ihn vom Gegenteil überzeugen? Genau. Was habt ihr mir zu bieten, falls ich euch tatsächlich einen Besuch abstatten sollte? Wie wär's mit einem frisch gezapften Liter Blut? Na, wenn das so ist, kann ich ja gar nicht anders. Also, wo soll ich hinkommen? Na, das ist ganz einfach. Sie fahren Richtung Potsdam und nehmen dann die Landstraße. Sag mal, spinnst du? Wo sollen wir denn jetzt auf die Schnelle einen Liter Blut herkriegen? Ich dachte, wir zapfen das von dir ab. Du hast sie ja nicht mehr alle. Und außerdem weißt du ganz genau, dass ich kein Blut sehen kann. Aber Dracula. Oh, ist das süß, ey. Da könnte ich Stunden zugucken. Du musst die Flasche von schräg oben halten, dann ist es wie beim Alter ihrer Mama. So, jetzt reicht es. Wenn du willst, kannst du ja schon mal mit dem Ausmisten anfangen. Ja, wie mache ich denn das, ohne dass der ganze Mist an den Sachen kleben bleibt und dass ich nach dem wilden Land leben durfte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Josephine, wieso hast du mich angelogen? Hab ich doch gar nicht. Josephine, du hattest Frau Geiwitz versprochen, dass sie das Tier wegbringt. Ja, haben wir doch auch. Oder ist das jetzt bei der Schulgarten? Geiles Teil, oder? Habe ich in den Ferien selber zusammengebastelt. Fantastico. Einmal drin sitzen und dann wum, über die Monte Carlo Strecke. Den Nürburgring würde mir schon reichen. Na, die aber mir nicht. Oh, das ist Signorita Manuela. Sebastian hat eine Stunde umsonst auf sie gewartet. Buongiorno, Signorita. Willkommen. Wie wär's hier am Tresen? Einer unserer besten Plätze. Sebastian musste leider schon wieder los. Okay, von mir aus. Dein Begrüßungsgelato kommt sofort. Auf Kosten von Sebastian natürlich. Danke, aber ich esse kein Eis. Wie bitte? So was habe ich ja noch nie gehört. Und was würden Sie sich wünschen? Haben Sie Tiramisu? Moment, komm sofort. Oh, diese Internatstussis geben mir sowas von auf den Keks. Bist du auch auf dem Einstein? Ja, sag mal, findest du eigentlich die Schummis? Pass mal auf. Autorennen sind absolut schwachsinnig und deine Schumis finde ich total bekloppt. Fahren doch die ganze Zeit nur im Kreis rum und verpesten sinnlos die Umwelt. Ich lasse es nicht zu, dass sie Millie wegnehmen und umbringen. Nicht in diesem Ton, Silvia, ist das klar? Ich hab euch doch erklärt, was ihr da macht, ist strafbar. Na und? Mord an Menschen ist auch strafbar. Warum nicht auch bei Tieren? Bitte, Herr Dr. Stolberg, lassen Sie Millie noch ein paar Stunden hier, dann ist das Ergebnis der Untersuchung auch da. Josephine, ich habe dir mehrfach gesagt, dass das auf gar keinen Fall geht. Was sind Sie denn überhaupt für ein Mensch? Ich stehe hier nicht als ein Mensch, sondern als ein Schulleiter von Einstein. Und als solcher muss ich... Dafür sorgen, dass Millie sterben muss? Also jetzt reicht's. Du rufst jetzt deine Eltern an, damit sie das Kalb abholen. Das können Sie vergessen. Ich liefere Millie doch nicht ans Messer. Frau Geiwitz, Sie bleiben bitte hier und geben Obacht, dass das Tier nicht neuerlich versteckt wird. Ja, was wollen Sie denn machen? Ich werde Silvias Vater anrufen. Entschuldigung, ich habe gehört, meine Schwester ist hier. Micha. Ich habe versucht, dich anzurufen. Das Untersuchungsergebnis ist da. Und? Der Verdacht auf Maul- und Klauenseuche hat sich nicht bestätigt. Ihr wollt mich wohl veräppeln, oder was? Ehrlich, Frau Seifert, wir brauchen ganz dringend 1 Liter Blut. Möglichst noch warm. Also jetzt macht aber mal einen Punkt. Woher sollte ich denn jetzt so viel Blut nehmen? Ich dachte, Sie hätten hier so Vorräte, falls mal einer von uns verblutet. Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Aber es gibt doch sowas wie Blutkonserven, oder? Das schon. Aber die müssen gut gekühlt werden. Das könnten wir hier auf der Krankenstation gar nicht machen. Und was ist, wenn wir zusammenlegen? Wir jetzt zusammenlegen? Na, wenn Sie uns allen 3 Blut abzapfen. Ach, das dürfte ich bei Minderjährigen gar nicht. Höchstens in einem außerordentlichen Notfall. Aber das ist ein Notfall. Herr Dr. Wolfert will uns einfach nicht glauben, dass wir in den Ferien Dracula getroffen haben. Und den gibt's wirklich. Und den gibt's wirklich. Herein. Ach, hier seid ihr. Ach, was ist denn? Ich hab euch schon überall gesucht. Was liegt da an? Entschuldigung, ich meine, können wir Ihnen irgendwie helfen? Ratet mal, wo ich gerade war. Lehrerzimmer? Falsch. Zu Hause bei Ihren Kaninchen? Wieder falsch. Ich war auf Schloss Schenkendorf. Echt?
Ja, ich habe dort eine Menge antiker Möbel gesehen und im Restaurant sehr vorzüglich gespeist. Und weiter? Ja, euren Prinzen Ottomar Dracula habe ich leider nicht getroffen. Vielleicht besucht er gerade seine Großtante. Wenn ich Anna, Max und Johannes richtig verstanden habe, können Sie sich schon mal die Ärmel hochkrempeln. Oh, was ist denn hier los? Macht ihr Camping oder was? So ähnlich, wir sind umgezogen. Wie bitte? Wir können nicht in unser Zimmer zurück, solange diese Zicke da drin ist. Ihr meint Manuela? Genau, die ist total gemeingefährlich. Ah ja, und könntet ihr mir diese Art von Gemeingefährlichkeit mal genauer erklären? Vorhin hat sie mich sogar tätlich angegriffen. Emily ist Zeuge, stimmt's? Ach du Ärmste, das muss ja furchtbar für dich gewesen sein. Hier, der Fleck, der ist von ihr. Wer weiß, was sie das nächste Mal mit mir macht. Hör auf, ich mag gar nicht dran denken. Womöglich steht dann in der Seelitzer Zeitung Mädchenmord im Internat. Aber Manuela hat mich wirklich weggeschubst. Ja, ja. Macht, was ihr wollt, aber um 22 Uhr ist euer Kram hier verschwunden und ihr seid wieder in eurem Zimmer. Verstanden? Und was ist mit Manuela? Keine Sorge, die knöpfe ich mir bei Gelegenheit vor. Herr Dr. Wolfert, nehmen Sie doch schon mal auf der Liege Platz. Prinz Kretschulescu kommt bestimmt gleich. Ja, aber so. Frau Seifert, irgendwo hat der Spaß doch seine Grenzen. Gerade von Ihnen hätte ich etwas mehr Sachlichkeit erwartet. Mensch, wann kommen die denn endlich? Ihr müsst eigentlich schon längst da sein. Vielleicht hat ihn ja unterwegs ein Verwandter gebissen. Oh, du spinnst ja, Quatsch. Hey. Los geht's. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ottomar Rodolf Vlad Dracula, Prinz Kretzulescu. Sie sind es? Ottomar Rodolf Vlad Dracula, Prinz Kretschulescu. Dann gibt es Sie also wirklich. Sieht ganz so aus. Und Sie sind wohl der berühmte Vampirforscher von Schloss Einstein. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich an Ihrer Existenz gezweifelt habe, Herr Dr. Dracula. Verzeihung, Prinz Kretschulescu. Aber ich bitte Sie, das bin ich gewöhnt. Sie sind nicht der Erste, der bezweifelt, dass einer der Nachfahren Draculas tatsächlich in Brandenburg lebt. Nun ja, es ist doch in der Tat sehr ungewöhnlich. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Eine Einladung. Ich würde mich freuen, Sie und Ihre Schüler auf meinem Fest begrüßen zu dürfen. Gibt es denn einen besonderen Anlass für diese Veranstaltung? Ich werde Sie um eine milde Gabe bitten. Ein paar Milliliter Ihres wertvollen Lebenssaftes für einen guten Zweck. Zur Erhaltung der Vampire, was? Heutzutage teilen wir mit den Lebenden. Nein, im Ernst. Einmal im Jahr veranstalte ich auf meinem Schloss für das Deutsche Rote Kreuz eine große Blutspendeaktion. In 14 Tagen ist es wieder soweit. Ja, da kommen wir natürlich gerne mit den Kindern. Ja. Eigentlich hatte man mir schon für heute ein kleines Geschenk versprochen. Kommt sofort. Und ich kann Ihnen versichern, beste Qualität, ne, Herr Dr. Wolfert? Dann wollen wir doch mal die Ersten sein. Ja, aber Frau Seifert. Tupfer? Ja. Hi. Was willst du denn schon wieder? Bist du nicht auf der coolen Vampirparty mit den anderen Fuzzis? Nein, ich wollte sehen, wie es dir geht. Tut mir leid, dass wir uns zwei so verpasst haben. Ich hätte eine genaue Zeit festlegen sollen, wenn wir uns treffen. Danke für die Einladung. Ich hasse Eis. Hast du vielleicht morgen Lust, mit schwimmen zu kommen? Danke, ich komme alleine klar. Hey, nicht so eilig. Ich muss mit dir reden. Was ist denn nun schon wieder? Kann man nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? Ich möchte wissen, was vorhin zwischen dir und Anne-Claire abgelaufen ist. Das ist meine Sache. Die beiden sind in den Probenraum gezogen, weil sie angeblich Angst vor dir haben. Kannst du mir das mal bitte erklären? Keine Ahnung. Jetzt hör mir mal zu. Bei uns wird mit Worten argumentiert und nicht mit Schlägen. Sollte das noch einmal vorkommen, dann musst du mit einem Verweis von der Schule rechnen. Klar? Ach, lass mal. Bevor du von Schloss Einstein fliegst, musst du noch was viel Schlimmeres anstellen. Ach ja, und was? Alles ist da.
wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.